Herr Wagen. Durch die Presse ging ja, dass bei der Aufführung der Roten Kammer in China irgendwas passiert ist. Können Sie aus eigener Sicht schildern, was da genau passiert ist? Ich bin nicht bewusst, dass ich glaube, in Hongkong ist mit China ist andere. Damals Hongkong ging zurück nach China, hat ganz klar das mit China gehandelt. Hongkong, die System bleiben wie das. Gehör von China ist ein Land, zwei System. Das bedeutet, alles gesetzliche und steuerliche, alle Sachen bleiben wie vorher. Mit China ganz andere. Natürlich, Hongkong hat mehr Freiheit wie Menschenfreiheit und die Meinung und Presse und alles ist ganz frei. Ich bin nicht zur Stimmung, warum das passiert. Dass ich sage, in Hongkong so frei, ich kann machen, was ich will. Wir hatten dort sehr, sehr gut gearbeitet mit Tänzen, mit alles Bühnenbild, alles ist so kurze Zeit, zwei Tage alles zusammen in Bühne gebracht. Eigentlich das ist unglaublich. Die Arbeit in Hongkong, das ist so fleißig. Normal bei uns Premier habt ihr immer zwei Wochen. Ja, erste der Beleuchtung, der Bühnenbilder, Technik, Anrechnung, das alles das laufen. Dann Happy 1, Happy 2, dann Generalprobe, dann Premier. Aber in Hongkong gibt das nicht. Das Theater ist zu Miete. Dann Theater zu Miete, normal nur zwei Tage. Zwei Tage eine Riesenballett, alles mit Licht, mit Tänzer, mit Bühnenbild, alles zusammen. Das ist unschaffbar. Aber trotzdem, wir hatten Premiere gehabt. Natürlich etwas anderes passierte, die Hongkong, die Angst von China. Die gleiche Premiere, die Tage gesagt hat, die China-Regierung. Selbst in Hongkong, das ist alles Einladung gekommen für die Vorstellung. So, vor einem Tag hatte ich ein bisschen Kontrolle von meiner Choreografie. Ich sage, dass es mit der Kulturrevolution, dass es Bilder gestört und der Buddha kaputt, etwas Buch gebrannt, das Sache, der darf nicht zu zeigen. Ich sage, ja, das ist wichtig für mich. Wir hatten lange Diskussion gemacht, die Border von Hongkong, der Chairman von der Border, hat mir gesagt, nein, das geht nicht. Ich sage, für mich sehr tut weh, aber wenn es für sie ist wichtig, dass es vielleicht ich kann, das Schneider für ein Bild, aber nicht alles. Ein Bild war das Statist, hat er nicht so gut gemacht. Ich finde, das weglassen, es geht. Aber hinten hat er die Maulbuch, Maulbibel, andere Statisten mit hinten Tänzer, auch noch die Projekte hinten. Ich finde, das auch zählt etwas. Ist generelle Idee ist da, nicht weg. Okay, ich zustimme. Dann Premiere gehabt. Der alles gut gelaufen. Dann nach Premiere, die China-Regierung auch war hinten binnen, hat gratuliert und alles sah in Ordnung. Dann später der Chairman von Bord sagt, komm, wen braucht er diskutieren? Ich sage, was? Weil er hat mir gesagt, er hatte eine Politik gesagt, überhaupt nicht das Video muss schneiden. Keine, diese Maulbibel. Keine. Das ist. Ich sage, was ist los? Ja, das China-Regierung hat gesagt, das ist so Politiker, der darf nichts sagen. Da ich hatte weggegangen. Da ist Tobias mit dir diskutiert, mit alles zusammen. Dann später ich habe gehört, das muss alles das schneiden. Dann nächste Tag, ich bin fliegen schon weg. Nach
ein Tag hat mir angerufen, der will Ende ohne die Projekte, ohne die Statisten der Maubibel, ohne Tänzer, auch der Tänzer, diese rote Farbe, diese Figur, diese ein Tuch in der Arm, auch weglassen. Dann, ich sage, das geht nicht. Das ist für mich wichtig, das Projekt wichtig und diese Maubuche, das ist wichtig. Das ist Ziel, die Zeit, die Kulturrevolution. Der Kulturrevolution, das alles weiß das, das ist eine Katastrophe von China, die Kulturkatastrophe. Wenn das weg, niemand versteht, was die Tänzer zu tanzen. Keine Hintergrund, keine Bilder. Und dann ich sage, nein, das geht nicht. Dann später, Hongkong hat eine große Aktion. Dann hat er eine Pressekonferenz gemacht. Die Chairman von dem Board, auch bei den Direktoren, die Board gesammelt, ein öffentliches sagen, ja, die technische hat Probleme, so die Video kann ich zu zeigen. Auch der Tester etwas kann ich zu zeigen. Wir hatten mit Herr Wang hat schon gesprochen, Zustimmung. Da ist natürlich, viele, viele hat mir direkt gefragt, ich sage, nein, das geht nicht. Das Video muss dabei. Dann später Hongkong, ganz große Aktion, die Zeitung auslaufen, diese darf nicht China, die Regierung, die Handeldorf in Hongkong. Hongkong ist zurück die Zeit, die Tage, wir hatten diskutiert, Hongkong bleiben die Freiheit für alles. Dann warum wir jetzt das andere, diese große Frage, große Aktion, diese, besonders der Hongkong, die Künstler, die eine Gesellschaft, die sagen, diese Kunst muss frei sein, da gibt es andere Kontrolle. Die, keine Freiheit, keine Kunst, keine Kreation weiter. Diese große Aktion, immer mehr, mehr. Dann durch die Hongkong Ballett muss der Video wieder aufzeigen, die Maubibel muss das zeigen, dann vor der sechste der Vorstellung, dann beginnt, hat alles gezeigt. Aber bis heute, noch um Uhr, immer frage auch die Hongkong, die Regierungspolitik muss erklären, warum, welche Grund hat das geschneit. Hat Herr Wang weiß das? Hat natürlich auch mir gefragt. Ich sage, ich weiß nicht, ich habe nur gehört, technische Probleme. Wenn es Schneider, bist du Zustimmung oder nicht? Ich sage, nein, das geht nicht. Das Wichtige ist, die dritte Akte mit die Projekte muss weiterlaufen. Na, der Hongkong wieder. Bis jetzt, ich glaube, muss gehen zu Gericht, zu erklären, wie hat er gelügt? Natürlich, die Board, der Chairman hat alles gelügt. Das ist eine große Aktion. Ich finde, das ist richtig, dieser Weg in Hongkong, wie Zukunft, Freiheit, wieder bleiben in Hongkong, nicht in China, das muss das sein. Auch in China, China ist auch mehr offen. Mhm. Ja, nicht wie vorher die Zeit. Ich weiß nicht, was diese Kommunistische Regierung in Hongkong, was wieder Kontrolle, vielleicht ein bisschen durch, ich weiß das nicht, kann sein, aber das muss kämpfen. Hongkong muss selber kämpfen für diese Freiheit. Kommen wir zur neuen Spielzeit hier in Dortmund. Drei Farben Tanz ist die Neuproduktion, die am 9. November Premiere hat. Was erwartet die Zuschauer? Diese vor uns, diese Spielzeit ist die erste Premiere. Ich hatte drei Choreografie gewählt. Erste ist William Forsythe, der Großmeister. Ein Stück, ich glaube, für uns Company, auch für Publikum, ist sehr eindrucksvoll. Das Klassische, aber es ist neu klassisch, ist ein neuer Schritt, schwierige Technik. Unser Tänzer muss das schaffen. Das ist für unsere Tänzer ein Test machen. Unser Tänzer ist gut oder nicht. Nur das. Heute hat er probably ein bisschen gesehen, dass ich bin sicher, kein guter Tänzer.
Das ist wunderbar. Dann zweite Choreografie ist ein neuen Generation vom Stuttgart Ballet der Choreografie, der Douglas Lee. Er hat ein Stück neuen Generation gemacht für uns. Das ist sehr, sehr gut. Das ist nicht nur etwas kaufen, ein Stück kann man zu zeigen. Es ist wichtig, ein Choreografie arbeiten mit unseren Tänzern, machen neue Kreation, neue ein Gesicht von unseren Tänzern drauf. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, auch wichtig für Dortmund Publikum. Das Stück auch die sieben Tänze, alles unterschiedliche Charakter. Auch die Choreografie sehr gut gearbeitet mit einem neuen Komposer, neuen geschrieben, ein Klavierstück, zwei Klavierstücke vom Holländer Komponisten, die alten Stücke. Dann gesammelt, ich finde, passt sehr, sehr gut. Dritte, die Choreografie ist Alexander Eckmann. Das ist ein neuer Künstler bei Niederländer Dance Theater. Er ist nicht nur Choreografie, auch wie ein Regisseur, machen auch Film. Unterschiedliche Kunstwerke im Binnen zu zeigen, in einem Museum zu zeigen oder andere Orte zu zeigen. Es ist ziemlich sehr, sehr neu mit Live-Musik-Quartetten im Binnen, mit unterschiedlichen Requisite-Sachen, auch Sprache, Tänzersprache, auch Hintergrundmusik mit Text zu spielen, mit Live-Musik passt zusammen. Etwas ist Neues. Neues für mich, auch für unsere Tänzer. Ich bin sicher, für unser Publikum ist es Neues. Die drei Stücke, die Qualität ist sehr, sehr gut. Das ist vor ein paar Jahre wie immer hat er neue Choreografie gebracht. Diesmal wie nochmal brachte ein richtig eine gute Qualität zu unserer Bühne. Ich hoffe, dem Publikum gefällt das. Ja, Februar 2014 entführen Sie uns nach Wien. Was mit Geschichten aus dem Wiener Wald? Was fasziniert Sie so an dem Stück von Horvath und was fasziniert Sie vielleicht auch an Wien? Eine Geschichte vom Wiener Wald, das hat einen Film. Mhm. Ja, grundsätzlich von dieser Geschichte aufgebaut. Natürlich, ich will nicht nur zeigen, die Geschichte, etwas zu Publikum zu verstehen. Dass ich will von anderen Seite zu zeigen, was ist der Wien, das lebt. Was ist der Wien, das normale Menschen lebt. Auch mit anderen Ideen zu zeigen, das Ballett. Anfang die Idee, ich hatte gedacht, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Ist alles gerne nach Wien, das hat einen Wien-Charakter, hat eine Wien-Musik. Zum Beispiel Johann Strauss, alles weiß, ist Blau-Donau, der Frühling. Wals und das alles Musik, alles drin, das ist wunderschöne Musik vom Windesleben. Aber andererseits, ich finde, das ist alles popular Musik, ich muss andere machen. Zum Beispiel, die erste Figur vom Wendewald, die fünfte, vierte Figur, damit alles Kurdeballett wie Hintergrund von der Gesellschaft. Die Hauptfigur ist Ziel, die Beziehung, die Figurbeziehung, wie diese Person mit dieser Person, die Person mit dieser Person, was Ziel der Geschichte. Ich glaube, das ist Geschichte auch wichtig. Andere müssen von einer Idee, wie Ziel der Geschichte. Wir hatten die Idee angefangen in der Wienerwald, der alles Geister von diesem Wien. Schon gestorben, die Figur, die Gesellschaft, wieder wacht. Der langsame Bewegung vom Feldhof, vom Wald, dann ging zu der Stadt. Dann wieder spielt
eine Geschichte, eine Beziehung Menschen mit Menschen, was als Geschichte, die emotionale und die personale, der Charakter zu zeigen, zu zählen der Geschichte. Dann in der Ende zählt das Geschichte in der Ende schlossen, dann wieder zurück nach Friedhof, nach Wald. Das ist eine generelle Idee. Natürlich die Frage, was Inspiration gemacht hat, das ist natürlich von Musik, von Johann Strauss, auch von anderen Musikern, was kann mischen zusammen. Ich finde das musikalisch sehr, sehr interessant. Damit die musikalisch zu machen, der Ballett auch sehr interessant. Ich kann nicht sagen, was ist das Wienerwald. Ich will in Binnen zu zeigen, was die Stimmung, was die Menschen, was die Menschen zu tanzen, was der Blaue Donau, was die Menschen zu tanzen, der Frühling, der Walz, der Polka, der erste Wind des Musik. Ich will andere ein Gesicht zu zeigen, mit dieser Musik zu tanzen. Nicht nur Walz zu tanzen oder schöne Kleidung, alles Langkleidung wie Wien, Binnenbade, mit das nicht zu tun. Das ist wieder zeigen, andere Seite zu zeigen, die Tänze zu tanzen, diese Musik. Dann erleben wir ja auch eine Neuauflage von Fantasia. Ich erinnere mich noch an die Premiere mit dem schönen Drachen, feuerspuckenden Drachen. Was sind denn da die, können Sie verraten, was Sie so für Veränderungen gemacht haben? Bei Mai Ballett immer unsere neuen Wiederaufnahmen, ich immer gerne etwas ein bisschen geändert. Immer was ist besser für die Struktur, noch besser. Vorher ist natürlich die erste Variante ging zu Binnen, alles hektisch, alles gezeigt, das ist okay. Danach wie nachdenken, was kann man besser? Das ist nun Besserung zu machen, etwas ändern. Vielleicht vorher das machen nicht so sauber, jetzt wir machen das sauber. Das Figur vielleicht viel etwas wie muss Stärkung vor die Figur wieder weiter Kreation machen. Und die Drachen natürlich bleiben das. Ja, ich glaube, Meister bleiben das, dass es nun etwas Besserung machen kann. Ja, das letzte Projekt in dieser Spielzeit wird ja dann Krieg und Frieden sein. Das wurde ja 2008 hier uraufgeführt. Was waren so Ihre Beweggründe, das jetzt 2014 nochmal auf die Bühne zu bringen? Das ist meine Lieblingsballett vom Krieg und Frieden. Das ist Musik auch vom Sofakovici. Ich finde, diese Produktion damals ist es sehr gut, sehr erfolgreich. Ich will nochmal wieder Aufnahmen vor die Spielzeit. Ich glaube, die richtige Zeit, wir können richtig nochmal zu zeigen, was ist Krieg, was ist Frieden. Bleiben wie vorher. Das ist nicht Änderung. Ich will ein bisschen Schritt ein bisschen besser, nochmal sauber, noch stärker. Weitergehen. Ja, die letzte Frage. Können Sie sich vorstellen, mit anderen Sparten des Theaters zusammenzuarbeiten? Schauspiel, Oper? Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja Wojcik als Ballett, es gibt Wojcik als Schauspiel, es gibt Wojcik als Oper. Und könnte man sich da irgendwas vorstellen? Ballett, unser Einsparter, bleiben unser Einsparter, dieser Profilweg. Natürlich gerne mit anderen Sparten zusammenarbeiten und hat ein richtig gutes, passendes Stück oder eine Produktion. Gerne natürlich gerne zusammenarbeiten. Ja, vielen Dank für das Interview.